wieder Lea von Falsches Gefieder. Und ich bin die Annika vom Kanal Konzertherz. Und ja, ihr wisst ja, wir sind in Südafrika. Und wir essen hier eigentlich ziemlich viel und ziemlich viele Snacks. Und da haben wir uns jetzt mal gedacht, das könnten wir auch mal vorstellen. Und es eben vor der Kamera probieren und eben sagen, was wir davon halten. Deswegen sind wir jetzt auch vor ein paar Tagen mal den Supermarkt plündern gegangen, wie ihr seht. Und ja, mal gucken, was wir uns da jetzt eingebrockt haben, was wir hier so probieren. Ja, vieles ist auch neu für uns, wird dann auch für uns ein Geschmackserlebnis sein. Mal gucken, ne? Okay, ich würde mal sagen, wir steigen jetzt mal mit den Chips ein, sowas ja. Ganz ohne Special-Mission. Ganz Afrika-mäßig heißen hier natürlich Simba. Sind Cheese and Onion flavored. Und ja, gucken wir mal. Mhm. Ja, kann man nicht lecker. Kann man mal machen. Mhm. Willst du noch mal? Ach ja. Mhm. Geil. Okay. Also, legen wir das mal auf den Boden. Ja. Gut. Auf den Boden ist immer gut. Mhm. Okay. Nochmal Chips? Nochmal Chips? Okay. Also, haben wir noch Doritos gekauft? Die gibt es eigentlich überall zu kaufen, aber wir fanden die lecker und die essen wir ja oft, deswegen probieren wir die auch. Ich habe eine Chip in der Hand von den letzten. Lea ist halt sehr gierig, wie man sieht. Ich habe Hunger. Ja. Lecker Burritos wie immer. Halt, ne? Lecker wie immer. So. Jetzt bin ich ein bisschen durstig. Ja. Sollen wir das Lychee-Flavored Wasser probieren? Ja. Ja. Bin ich voll dafür, ja. Kann man machen. Oh, da ist ja sogar Blut drin. Das wusste ich nicht. Ich? Mhm. Na, schmeckt gut. Ich bin ja normalerweise nicht so der Lychee-Fan, aber schmeckt echt gut. Ich bin überrascht. Ich auch. Ich glaube, das kaufe ich mir nochmal. Ja, damit kann man seinen Durst gut stillen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Was Schokoladiges? Schokoladiges, klingt gut, ja. Babon? Boah. Nee. Oh, ja. Hauen wir gleich mal rein mit Jelly Tots. Das ist irgendwie so weiße Schokolade mit Gummibärchen drin oder so. Mit sauren Gummibärchen, glaube ich. Mm. Sieht zumindest so aus. Ja. Da haben wir auch noch hier die Jolly Tots einzeln, also ja. Ohne weiße Schokolade. Oh, ist schon ein bisschen angeweicht. Das ist das Problem in Südafrika, wenn man Schokolade irgendwie kauft, dann hält die nicht lange. Man muss eigentlich immer irgendwie im Kühlschrank oder ins Gefrierfach tun. Hm. Das sieht geil aus. Ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich groß in den Stücken, die wir jetzt haben, irgendwie groß was drin ist, aber... Nein. Mm-mm. Bei mir nicht. Hm. Ist das vielleicht nur Flavor? Da ist was schon. Ach ja, da ist was drin in dem Stück. Hast du auch was schon? Weiß ich nicht. Hm. Mhm. Hier war eins drin. Bei mir nicht. Das ist eine große Enttäuschung, muss ich sagen. Ich dachte, da sind viele Stückchen drin. Ja. Sieht auch so aus. Komisch. Schmeckt, also Schokolade, ja, schmeckt halt gut, ne? Aber das ist nichts Besonderes. Wäre jetzt schön gewesen, wenn ich auch eins mit dem Stückchen drin gehabt hätte, deswegen kann ich das jetzt nicht so gut beurteilen, aber... Ja, das Stückchen hat auch kaum geschmeckt, also. Echt? Mhm. Okay, komisch. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Jolly Tots, dann gleich mal, wenn wir... Wenn wir schon mal dabei sind. Das Ding ist, wir haben drei verschiedene gekauft. Einmal Super Power Sour, Crazy Berries, und Original, also so plain halt. Ohne irgendwas. Ja, womit fangen wir denn mal an? Mit Power Sour? Ja! Okay. Hauen wir rein. Oh, ich will das Grüne haben. Mm. Oh, geil. Ich will es auch mal blau probieren. Oh ja. Ich bin noch mal blau. Mm.
Man könnte jetzt meinen, es wären eigentlich so normale saure Gummibärchen, aber ich finde, die schmecken auch noch mal ein bisschen anders als die in Deutschland. Ja, die sind irgendwie ein bisschen fluffiger. Ja. Ja, das schmeckt mir gut. Ja. Ich stehe auch zu sauer. Das ist akzeptiert. Mhm. Okay, dann probieren wir mal Crazy Berry Flavor. Ja. Ich denke mal, also ich weiß nicht, vielleicht ist es so wie diese komischen Gummi... Bärchen, Himbeeren da, die wir in Deutschland auch haben. Ja. Oh. Hier. Sind die alle pink drin? Nee, die sind so dunkel und mal ein bisschen heller und so. Aber alle so lila bis pink. So in den Dreh. Mhm. Ja. Sind gut. Sind gut, aber nicht so gut wie sauren. Ja, stimmt. Und dann mal die ganz normalen. Was darf man denn anbieten? Grün. Dann nehme ich mal rot. Mhm. Grün schmeckt gut. Oh, ich will auch einen grünen. Oh ja, grün ist wirklich gut. Ich hab den noch mitgenommen. Ja, ja, mag ich. Aber sauer immer noch am besten. Stimmt. Also Jelly Tots sind auf jeden Fall ein guter Snack. Wenn ihr mal in Südafrika seid, kauft euch Jelly Tots. Power Sour. So. Mmh. Was haben wir noch? Oh ja. Also. Das Beste eigentlich meiner Meinung nach. Ja, also das ist Roasted Corn Chutney, also gerösteter Mais mit so Chutney-Geschmack. Ja, das kennt ihr ja schon aus dem Food Hall, wenn ihr es angeschaut habt von mir. Und das ist wirklich der Snack, den wir hier, glaube ich, am meisten irgendwie so essen. Ja, weil es ja total gesund ist, ja Gemüse, ne? Ne, also Mais. Ja. Kann man sich ja immer mal gönnen. Wir ernähren hier uns total gesund. Ja, man sieht es ja. Hier. Berry Flavor, Kartoffeln in den Chips. Ja. Ja. Upsi. Voll. Okay. So gesund. Das sind ja auch so einzelne kleine Maiskörner halt in diesem Chutney-Gedöns drin. Ja, richtig. Einfach nur geil. Ja. Knusprig, lecker. Ich muss das ganz schnell wegschauen, sonst kann ich nicht mehr aufessen. Davon wird man wirklich süchtig. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Ich bin total süchtig. Und ich habe ein bisschen viele mitgenommen. Zeig den Leuten nochmal, wie du die isst. Ich esse das wie Nono. Von Teletubbies, der Staubsauger. Oh Mann. Gut. Super lecker. Also das ist ein Must-Have, ein Must-Eat. So. Must-Eat, ja. Dann... Kekse? Kekse? Kekse. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich da jetzt erwarten darf. Ich habe null Ahnung. Weil hat man uns auf der Verpackung ist irgendwie sowas Keksartiges mit bunten Zuckerguss oder so drauf. Und das heißt irgendwie Sus. Sieht aus wie... Upsi! Ups! Sieht aus für... Da ist das Getränk flöten gegangen. Sieht aus wie für irgendwelche Kinder, aber man hat uns das empfohlen. Ja, also Lea hat nämlich voll die Experten gefragt, einen guten Freund von ihr, das ist irgendwie auch aus Südafrika. Und hat uns ein paar Dinge empfohlen, die wir unbedingt probieren müssen. Ja. Oh. Oh, das sieht aber lustig aus. Das sieht ja mal geil aus. Ich wäre ein Delfin. Ich wäre. Hä, was ist das denn? Das sieht aber hübsch aus. Ach, das. Oh, eine Taube. Hier. Also sind so bunte Kekse, so bunter Keks, Zuckerguss mit irgendwelchen Tierchen drauf gemalt. Mhm. Und ich muss unbedingt ein grünes probieren, weil grün ist halt meine Lieblingsfarbe. Also pink ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, es war ein Delfin drauf. Ist okay, ne? Ja. Schmeckt ziemlich künstlich. Mhm. Also ist schon sehr künstlich, aber... Achso, ich glaube, meins sollte ein Eichhörnchen darstellen. Ja, jetzt ist das Eichhörnchen nicht mehr so ganz. Sollen wir uns so ein orangenes Teil und ein blaues Teil, damit wir das auch sagen können, wie das schmeckt? Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja gut geteilt. Ja, weil ich gar nicht, was ich erst essen soll.
Gut. Kannst du mir noch was Litchi-Zeug geben? Litchi-Getränk. Sind wir doch sehr trocken. Ja, ich wollte gerade vorschlagen, dass wir die anderen Getränke aufmachen. Besserer Plan. Ja. Oh, ich will das probieren. Was ist das für ein Geschmack? Cream Soda flavored. Keine Ahnung. Ich hab's nur genommen, weil es grün ist. Ja. Ein grünes Getränk. Stumpy oder so. Stumpy. Das trinken ja ganz viele irgendwie. Ja. Es gibt, glaube ich, in 5 oder 6 Geschmacksrichtungen. Ja. In wirklich verschiedenen. Also fast der komplette Regenbogen ist dabei. Wir haben uns jetzt mal für Schokolade entschieden und ich habe mir halt grün genommen, weil muss halt sein. Können wir beide das machen gleich? Ja. Können wir jetzt zuprosten? Ja. Das hat ja gut geklappt. Ja, ich bin ein Multitalent. Ach Mann. Sieht aber auch lecker aus, wie wunderbar. Wunderbar. Oh, sag mal. Ich glaube, ich krieg heute nichts mehr zu trinken. Oh. Ich dir helfen, ich habe längere Nägel. Ja, eigentlich nicht. Wir haben ja alle kurze Nägel. Irgendwie. So. Lange Nägel lässt sich nicht gut arbeiten. Ah. Dankeschön. Bitteschön. Okay. Prost. Tschüsschen. Schmeckt scheiße. Echt? Voll. Also das schmeckt so nach Kakao halt. Das ist ein sehr künstlicher Kakao, aber... Ekelhaft. Das riecht schon ziemlich... Es ist gar nicht identifiziert. Also man kann es nicht identifizieren, nicht was... definieren, nicht identifizieren. Das schmeckt gut. Das schmeckt nach Kakao. Schmeckt ein nach bisschen... Nach Kaba. Das schmeckt ein bisschen wie Spülwasser mit Milch verdünnt, finde ich. Ekelhaft. Aber der Geschmack ist gar nicht so intensiv, es ist so ein Ekelhaft, aber es ist halt nicht lecker. Muss noch ein bisschen Kakao? Also ekelhaft finde ich es nicht, man kann es schon trinken. Okay, dann trink du. Man muss es sich halt jetzt nicht, also ich würde es mir jetzt nicht noch ein zweites Mal kaufen. Aber keinsten. Schmeckt echt gewöhnungsbedürftig. Lecker. Oh, wir können Keks mit Kakao essen. Schon wieder so gut geteilt. Ich nehme Steine diesmal. Okay. Oder mit Cream Soda flavored. Keine Ahnung. Keks mit Cream Soda. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Essen. Ja, wir können es ja Zeit lassen. Wir können das alles zusammenschneiden. Oder so schnell laufen lassen. So. Wenn wir essen. Nichts sagen. Wie hier zum Beispiel. Nein, wir machen das. Also ich mache das ganz real. Wir werden das Video nämlich zweimal hochladen. Einmal auf falschem Gefieder, also der Account falsches Gefieder, und ich werde es nochmal auf meinem Account hochladen. Ich denke, ich werde es hier alles total authentisch belassen. Ich weiß es noch nicht. Da lassen wir unseren kreativen Adern freien Lauf. Vollen freien Lauf. Okay. Nach dieser künstlichen, keine Ahnung, diesem Kunstflash, Künstlichkeitsflash. Deutsch ist hier nicht mehr so gut. Wenn du eine längere Zeit hier bist, kannst du einfach kein normales Deutsch mehr reden. Ja, obwohl wir gar nicht so viel Englisch reden, aber Matschbirnen halt. Ja. Ich bin dafür. Okay. Schieben wir das hier alles mal zur Seite. Das riecht auch echt merkwürdig. Warum trinke ich das eigentlich? Ich hab gesagt, ich trinke Schokolade. Egal, ich hab's mir gekauft. Wie gesagt, es schmeckt einfach gar nicht so ekelhaft, aber ich krieg's nicht mehr rein. Das ist blödig. Ja, Südafrika wirft man nichts weg. Wir leben in einem Land, wo Menschen hungern. Das ist übrigens, wie heißt das nochmal? Sorry, war zu gierig. Candy Sticks Sour Punk, also... Was für eine ganz hart gesottene. Mit Coke Flavor. Sieht so aus, wie diese komischen Erdbeerschnürchen, nur in dicker. Und mit so saurem Zuckergedöns. Voll lecker. Ja. Gleich mal zum Vergleich die. Bebeto Sour Sticks. Ja. Sehr geil, glaube ich.
mit Apfelflavor. Muss ja geil sein, ist ja grün, ne? Okay, das ist eine Ausnahme. Mhm. Ja, ist gut. Schmeckt jetzt nicht anders wie diese komischen Apfelschnürchen in Deutschland, aber ist gut. Mhm. Kann man machen. Das macht mich hier ganz glücklich. Ich nehme einfach einen Kauf. Ja. Willst du Bildung vorstellen? Ja. Mhm. Also ein ganz typisches südafrikanisches Gericht, also Gericht nicht, ein typisches südafrikanisches Snack-Gedöns ist Biltong. Das ist getrocknetes Fleisch, in so kleine Scheiben geschnitten. Ich habe jetzt hier Beef-Biltong, also ganz normal Kuh, Beef halt, ne? Gibt es auch noch in ganz verschiedenen anderen Versionen, zum Beispiel Springbok, Kudu, so diese ganzen südafrikanischen Tierchen, die so im Gamepark rumlaufen. Und noch mit irgendwelchen Flavors, so Chutney und irgendwie Barbecue und sowas. Das werde jetzt nur ich probieren, weil Lea Vegetarierin ist. Ja. Hast du davor schon mal probiert? Ja, aber eine andere Version davon. So, in Wurstversion. Ja. Ja, ich kann mir dabei noch meine Cola Schlange. Ich finde es ganz gut. Ich glaube, vielen schmeckt es nicht, weil es einfach so trocken ist und so ein bisschen, ich weiß nicht. Fettig. Ja, fettig auch. Da sind ganz viele Fettstückchen drin irgendwie so. Mmm, nimm, nimm, nimm. Aber Fett ist halt Geschmacksträger, ne? Mhm. Also ich finde es lecker. Auch diese komischen Biltong-Würstchen, die ich davor gegessen habe, fand ich einfach gut. Ja. Ich glaube, an meinem ersten Tag hat mich Thirsty Bitterwein probiert. Angeboten, ich dachte, was ist das denn? Fleisch und was für Fleisch ist da drin? Weiß ich nicht. Oh, nee, danke. Dann nicht. Gut, okay. Also ich finde es lecker. Würde ich mir nochmal kaufen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht so für einen Rückflug oder so davor mal. Zum Wegsnacken einfach. Ja. Okay. Dann. So. Bauern. Bauern, ja. Sieht ein bisschen aus wie Mars, finde ich, also von der Aufschrift her so. Genau. Ist ja Mars, also die Aufschrift alleine schon sehr Mars-ähnlich. Hm. Hm. Ja. Du warst gerade schön dabei, jetzt aufzumachen. Ja, ne? Sehr hübsch. Machst du wunderbar. Vielen Dank. Ups. Hm. Ich liebe das, ne? Ach, kennst du schon? Mhm. Oh, ich kenn's noch nicht. Ich hab's immer auf Frozen Yogurt drauf gegessen. Hm. In Kapstadt. Hm. Schmeckt gut. Ist echt so Mars-ähnlich. Mhm. Ja. Ein bisschen cremiger wie Mars, finde ich. Ja, ist gut. War noch ein bisschen. Ja. Ja. Dann. Wunderbar. Wunderbar. Ich hab davon zweite. Ja, hier. Zweimal Wunderbar. Einmal mit Nüssen und einmal mit Früchten und Nüssen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Upsi. Die eine Hälfte. Das ist erstmal ein bisschen gleich ganz, oder? Ja. Cheers. Ja. Ist halt normale Schokolade mit also, so Frucht und Nuss drin. Hab gar nicht mehr so viel Frucht. Ja, stimmt. Aber ist jetzt nicht schlecht. Hm. Kann man essen, ist gut. Ist jetzt nichts Besonderes. Ne. Hm. Ist okay. Ich hoffe, wenn ich Schokolade essen, dann meine Hände voll klebe. Okay, zweite wunderbar. Zweite wunderbar, nur Nüsse. Voll der männliche Regel, der hat Nüsse. Mhm. Yeah. Der
ist auch noch ein bisschen weich. Bisschen weich, ne? Merci. Cheers. Cheers, ne. Also ich stehe ja generell auf Nussschokolade, deswegen sehr gut. Allein schon mal einfach auch ein Nussiger, ne? Ja. Und allein schon mal der Wonderbar heißt. Schon geil. Allein eigentlich habe ich ihn nur deswegen gekauft, weil der Wonderbar heißt. Finde ich ganz cool. Ich werde mal voll durstig. Ja. Oh ja. Oder wir können auch nochmal hier unser viertes Getränk aufmachen. Das ist Gingerbier. Wie soll man das am besten beschreiben? Es ist ein Softgetränk, das nach Ingwer schmeckt irgendwie so. Es ist im also ich kenne eine andere Version davon, das heißt Stony. Wenn man es runterschluckt, ist es hinten im Rachen dann immer so ganz scharf. Ich weiß nicht, ob es bei denen so ähnlich ist, aber. Ja. Aber es ist alkoholfrei. Ja, also es ist kein echtes Bier, es ist halt ein Softgetränk, so wie Cola oder so. Halt mit Ingwer-Geschmack. So. Von der Marke, also von Frankie's, gibt es auch noch was ganz anderes, richtig cool. Das heißt Cinnamon Cola, also Coca-Cola mit Zimtgeschmack sozusagen. Also mir schmeckt es nicht so. Ich finde, das schmeckt nach Cola, nicht viel nach Zimt, aber es ist von dem, was schmeckt. Ja, ich finde es super geil. Ja. Ich mag Cola auch nicht so gern, deswegen. Ja, riecht wie Stony so ein bisschen, ja. Hier. Mhm. Hast du probiert? Mhm. Als erstes? Mhm. Merci. Da hinten brennt sich die Schildkröte ein bisschen Gras. Boah, das ist aber wirklich scharf. Echt? Mhm. Kommt ganz schön, der kommt sicher hoch. Sorry für die Unterbrechung, aber gut, wurde jemand abgeholt, der heute fährt. Ja. Und? Ja. Gingerbier? Gingerbier. Wir haben uns jetzt ein Fazit entwickelt. Es ist schärfer als das, was ich kenne, als Stony. Ja. Also, mir ist es fast zu scharf. Also, so. Ich will nochmal probieren. Das ist irgendwie ziemlich kurios. Ja. Also, ich finde es lecker, ich mag es auch, aber es ist halt echt schärfer als das Stony. Vielleicht ist Stony da mehr so. Ich mag den Geschmack total gerne, aber die Schärfe, das ist mir zu viel. Ja, das stimmt, ist echt schon ziemlich fettig. Also, Stony schmeckt richtig gut. Und nach das ich glaube, das ist auch mehr so ein bisschen, noch mehr so, wie heißt es denn, für Abgeschwächter vielleicht, so damit mehr Leute das trinken können. Irgendwie sowas in dem Dreh, keine Ahnung. Aber ich mag's. Ja. Und wie kann man den Geschmack, Schwer zu definieren. Ja. Also, oh, da klaut sich die Da wurden wir einfach gerade bestohlen. Ist okay. Bitteschön. keine Ahnung, wie soll man den Geschmack beschreiben? Ja, keine Ahnung. Also, eigentlich bin ich überhaupt kein Ingwer-Fan. Ich habe auch schon mal so kandierte Ingwerstäbchen probiert, fand ich total ekelhaft. Ich habe auch lange gebraucht, um mal endlich Gingerbier zu probieren. Aber es hat mich wirklich überrascht, es schmeckt gut. Und es schmeckt halt nicht so krass nach Ingwer. Es ist, ich weiß nicht. So, kann man das Ingwer-Limonade beschreiben, irgendwie so? Nicht so wie Ingwer-Saft oder so, sondern es ist halt so süßlich, aber nicht zu süß. Es ist halt jetzt nicht so wie Sprite oder so, sondern es ist halt ziemlich herb, relativ süß-herb und halt so ingwerig. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall gut. Dann gibt's Friseurs noch. Wurde uns auch empfohlen von Leas Kumpel. Und glück's nicht auf. Soll ich mal probieren? Ja. Mit Gewalt. Mit Nagel. Und das interessiert mich sehr. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Mao an. Mao an. Mao an. Oh ja, ziemlich. Bei dem haben wir doch noch mit dem einen Mann diskutiert, was am besten ist. Ja, wir haben nämlich im Supermarkt noch einen Kerl getroffen, der mit seinem Sohn irgendwie Süßigkeiten einkaufen war. Und da haben wir uns noch, glaube ich, 5 Minuten mit dem Mann darüber unterhalten, welches Fizzers wir denn jetzt kaufen sollen und welches am besten ist. Und der kleine Sohn hat die ganze Zeit nur gesagt, Fizzers ist the best! Fizzers ist the best! Ja, okay. Dann mussten wir es halt kaufen auf jeden Fall. Und dann hatten wir schon mal zweimal den Hinweis, dass wir Fizzers kaufen müssen. Nur welche Geschmacksrichtung.
Also wir haben uns jetzt für Apple Flavored entschieden, weil der Mann dann noch gemeint hat, ja, Apple Flavored ist gut. Hm. Der kleine Sohn war jetzt nicht so hilfreich, er meinte, Fizzers ist der Beste, also alle. Aber, ja. Denn ich schmeckt genau wie Mau an. Ja. Hi. Ja. Ja. Ich muss jetzt mal voll antrinken, ich will noch voll im Kiefer weh. Tja. Dafür kannst du jetzt lecker rein hier in die Schrank stopfen. Man muss auch Opfer bringen. Ja, ja. Yum, yum, yum. Ich glaube, die Kuh attackiert vielleicht die Schildkröte. Die wilde Kuh. Gestern wurde Jerry von der Kuh gejagt. Also, Jerry ist unsere Katze hier, die aber rumläuft. Und der hat sie irgendwie mit der Kuh angelegt. Und dann wurde sie von der Kuh gejagt. Die Kuh hat auch schon mal Greta angegriffen. Echt? Mhm. Ist sie gelegen? Ist die Kuh gekommen, hat sie eigentlich erschreckt. Und dachte, wenn sie sich jetzt bewegt und die abhaut, hat sie nicht getan. So, jetzt haben wir noch diese beiden Sachen und die und Bubbly, ne? Ja. Mal wer ist Bubbly? Ja. Also ist von Dairy Milk. Dairy Milk oder so? Ja. Und das ist Mint-Chocolate. Ich finde das ziemlich geil. Das ist so wie, ist auch wie Luft, die von Milka, ne? Luflé oder so. Luflé? Ja. Oh ja, keine Ahnung. Also ich hab's noch nie mit Mint, also ich hab das hier noch nie probiert. Und Luflé kenne ich, aber es ist nicht mit Mint flavored. Ziemlich lecker. Also bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Aber ich würde mir mal jetzt vorstellen, dass das wie After Eight oder so ist. Mhm. Ich finde After Eight ziemlich geil. Ja, ich auch. Nur halt dann noch so wie Luflé. Ich muss erstmal meinen Fizzers nochmal aufessen. Ich komme mir gar nicht hinterher. Ja, das riecht auf jeden Fall schon mal wie After Eight. Ja, schmeckt auch so. Ja. Ich habe hier mit Schokolade schmeckt wie After Eight. Ja, immer. Pfefferminzschokolade schmeckt immer wie After Eight. Mhm. Ist halt so. Fände ich super. Ja. I appreciate. Bubbly. Was haben wir noch von einem Willows, so Würmchen kauft, ups, und sowas anderes. Mal gucken. Ich glaube, dieses eine, die Chup Chups, sind glaube ich genauso wie Jolly Tots, nur ein bisschen größer. Sehen zumindest so aus. Nee, Konsistenz ist anders. Ja? Ja, hat mir innen so viel. Ja, hat mir Probleme. Ich finde es nicht so gut. Eigentlich ist das alles total widersprüchlich. Eine Vegetarierin und ich esse ein Gummibärchen. Stimmt. Aber die Grünen schmecken voll komisch. Voll ekelhaft. Ja. Ja, ich bin erst seit kurzem wieder Vegetarierin geworden. War ziemlich lang. So ein bisschen zwiespaltig im Moment. Nach was soll es denn schmecken? Keine Ahnung. Das schmeckt irgendwie so ein bisschen nach so kräuterig irgendwie, ich weiß nicht, ganz merkwürdig. Das schmeckt super lecker. Dann hau ich mir gleich eins mal davon rein. Ich hab mir bestimmt vor die Hater-Kommentare durchlesen müssen. Du Vegetarier und das Gummibärchen. Wir wissen, wo dein Haus wohnt, wer kommt bei dir vorbei? Wir wissen auch, wo dein Bett schläft. Ja. Hat ja erst in Südafrika wieder angefangen. Muss ich mir erst wieder dran gewöhnen. Tja, kannst du schon mal auf deine ganzen Hater vor deinem Haus warten. Ja. Und die schmecken echt gut, aber sind echt wie diese Trolli-Würmer da in Deutschland. Ja. Und immer gut. Ja. Oh, wir sind eigentlich schon durch. Ja. Oh, das ist schade. Das ist ja auch schon relativ lang, das Video. Ja. Wir haben jetzt hier hauptsächlich so Süßkram irgendwie probiert, weil es irgendwie hier sehr, sehr, sehr viel Süßkram gibt. Also
Südafrika ist auch ein sehr süßes Land. Witz, komm raus, du bist umzingelt. Ja. Abgesehen von der Biltong jetzt. Aber es gibt halt echt wenig so herzhafte Snacks hier. Und nur Biltong ist also dieses traditionale südafrikanische herzhafte Snack. Was gibt es in Deutschland für herzhafte Snacks? Ja. Wie wäre es mit Mini-Winnies? Mini-Winnies. Hier sind Mini-Würstchen da. Yee. Voll ekelhaft. Ja. Ja, Chips gibt's halt und Roasted Corn. Ja, und Roasted Corn noch. Ja, das ist auch ziemlich geil. Ja, ich glaube, ich mir jetzt Obst sind mir hingefallen. Willst du welche? Oh ja. Ja, also das war's dann jetzt. Mit unserem Video. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ja. Ist ja beim nächsten wieder dabei. Und wir werden uns jetzt noch hier ein bisschen vollfressen. Oh ja. Und rollen dann später zum Dinner hoch. Oh je, werde ich nicht mehr essen können, glaube ich. Ja,